Ich bin Fawn Arnold und herzlich willkommen zu Singen ohne Angst. Also unsere Zunge ist die stärkste Muskel im Körper. Es kann also unsere Töne töten oder auch helfen. Aber wir müssen diese starke Monster unter Kontrolle kriegen. Heute bekommst du Zungenübungen. Und die sind nicht nur gut für Singen. Aber du musst sie tagtäglich machen, sonst bringt es gar nichts. Also während dieser Übung ist es ganz, ganz wichtig, dass du dich im Spiegel anschaust. Ich weiß, das ist schlimm. Das haben wir schon besprochen. Das machst du jetzt tagtäglich in die Spiegel schauen und ist alles gut. Du hast dich daran gewöhnt. Aber bei diesen Übungen darfst du nicht selbst mit dem Kiefer machen. Deswegen ist es ganz, ganz wichtig, dass du in den Spiegel schaust. Die Worte sind Sila, Lila, Gila, Schala, Mala, Gainya und Hunger. Sila, Lila, Gila für die vordere Muskeln in Zunge, Schala und Mala für die mittlere Zungenmuskeln und Hunger und Gainya für die Muskulatur ganz nach hinten. Was übrigens sehr, sehr wichtig ist für deine Bellstimme. Aber später dazu mehr. Lass uns zum Übung gehen. So, die erste Teil von den Zungenübungen ist wie immer erstmal für die Frauen und dann gehe ich zurück und ich spiele dann halt ein bisschen tiefer für die Männer. Ziel dieser Aufgabe ist, die Zunge richtig, richtig im Griff zu haben. Wir fangen mit Sila an. Sila, 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 Sila. Okay? Ich mache ein bisschen schneller, aber ihr könnt schon, wenn es zu schnell für euch ist, dann müsstet ihr erstmal ohne mich üben, bis ihr das im Griff bekommt und dann könnt ihr es schneller machen. Okay? Sila, 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 Sila. 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 Lila, 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 Lila. Schala und Mala sind für die mittlere Zungenmuskulatur. Schala, 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 Schala. 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 Mala, 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 Mala. 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 Gainya und Hunger sind für die Zungenmuskulatur hinten, was, wie gesagt, sehr gut ist für die Bellstimme später. Wenn wir im Bellbereich sind, wirst du das nochmal zu hören bekommen, okay? Gainya, 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 Gainya. 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 Hunger, 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 Hunger. Okay, Frauen, wenn ihr wollt, könnt ihr nochmal zurückspulen und das Ganze nochmal ein bisschen üben. Männer, jetzt geht's los mit eurer Übung. Tiefer. Sila. Sila, 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 Sila. Sila, 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 Sila. Sila, 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 Sila. Lila. Lila, 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 Lila. Schnell ist das. Okay, Schale und Mala, die mittlere Zungenbereich. Schale, 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 Schale. 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 Mala, 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 Mala.
Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Mala, 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 mala. Ganyan Hunger für die hintere Muskulatur in die Zunge. Here we go. Ganyan, 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 ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Ganyan, 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 ganyan. Hunger, 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 hunger. Hunger, 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 hunger. Ein bisschen Bonusmaterial ist Yala und das ist die Muskulatur von hinten nach vorne, so eine Welle. Wir machen es erstmal für die Frauen. Yala, 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 yala. Und für die Männer? Yala, 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 yala. Yalla 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 yalla. Aber yalla bitte nur machen, wenn du die anderen Übungen erst sehr gut drauf hast. Okay? Wie gesagt, wenn ihr wollt, könnt ihr hin und her spulen, damit ihr das ein bisschen drauf kriegt. Diese Übung solltet ihr täglich machen und dann kriegt ihr einen richtig guten, kontrollierte Zunge. Während dieser Übungen denkt daran, so schnell wie möglich, aber so deutlich wie möglich. Bitte nicht so schnell, Sila, Lila, Gila, Schala, Mala, Hunger, Ganya, was weiß ich, alles so schnell machen, dass du das nicht verstehst. Es muss ganz deutlich sein. Und in das Deutlichkeit, bitte vergesse nicht, dass du die Luftströmung, wir haben gesagt, Luft ist 80% von Gesang, die Luftströmung muss trotzdem fließen. Ja? Dann hast du alles gut gemacht. Wenn du alles hast, dann ist deine Zunge richtig knackig. Wenn du ganz besondere Fragen hast zu deiner Stimme, dann e-mail mich einfach. fragen@singenohneangst.de. Und wenn dieses Video dir geholfen hat, dann abonniere mich und teile mich auf Facebook. Wenn du mehr Infos haben möchtest, als auf diese Video zu sehen sind, dann geh ganz schnell zu unserer Homepage singenohneangst.de und trag dich ein für meine Newsletter. Da schreibe ich alle 14 Tage Tipps und Tricks, die nur die Leute, die in meiner E-Mail-Liste sind, bekommen. Ich freue mich auf dich. Wenn Singen dein Traum ist, dann lass es dir von niemandem ausreden. Gott oder in wem auch immer du glaubst, kreierst nicht einfach irgendwelche Menschen, damit sie in die nur so rumlaufen. Wir sind alle hier auf diesem Planeten, weil wir eine Aufgabe zu erledigen haben. Und ich bin der Meinung, dass unsere Träume zeigen auf die richtige Richtung. Also wenn Singen dein Traum ist, dann ran! Singen ohne Angst und mit Mut. Wir sehen uns in 14 Tagen wieder. Bis später. Tschüss und happy Übing! Rainbows end. That's where we'll